Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für eine schnelle Tortellini-Pfanne mit Zucchini, Kirschtomaten und einem selbstgemachten Pesto. Dafür als erstes 75 Gramm getrocknete Tomaten, eine geröstete Paprika aus dem Glas, je einen Esslöffel gehackte Mandeln und geriebenen Parmesan, 3-4 Esslöffel Öl von den getrockneten Tomaten und eine Prise Salz und Pfeffer in ein hohes Gefäß geben. Dann mit einem Pürierstab für 1-2 Minuten durchmixen und zu so einem stückigen Pesto verarbeiten. Das Pesto danach zur Seite stellen, als nächstes eine Knoblauchzehe und eine Zwiebel abziehen und fein hacken. Außerdem 200 Gramm Kirschtomaten halbieren und eine große Zucchini in kleine Würfel schneiden. Wenn das erledigt ist, einen großen Topf mit Salzwasser zum Kochen bringen, 500 Gramm Käsetortellini ins kochende Wasser geben, nach Packungsanweisung ca. 3-4 Minuten kochen lassen, dann über einem Nudelsieb abgießen und kurz ausdampfen lassen. Parallel zu den Tortellini eine große Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben, bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden ca. 2 Minuten anschwitzen, dann die Zucchini-Würfel dazugeben, weitere 2-3 Minuten mit anbraten, gelegentlich mal umrühren und wenn das erledigt ist, die Kirschtomaten, die Tortellini, das selbstgemachte Pesto und 100 ml Gemüsefond in die Pfanne geben, alles einmal gut miteinander verrühren, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und die Flüssigkeit nahezu komplett verdampft ist und zum Schluss nur noch mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken und dann sind wir auch schon fertig. Die Pfanne anschließend vom Herd ziehen und die Tortellini auf tiefen Tellern verteilen. Mit etwas frischem Basilikum garnieren und dann wünsche ich einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.